Oh, let's go, Baby. Ich wollte eigentlich... Simex, bitte, Auto muss getankt werden. Dicking! Du Schmutz, Junge, du Schmutz! Die letzten Tage die Roomtour hochladen. Ich hab da ist wieder wahrscheinlich was... Da ist wieder was dazwischen gekommen. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich hab mit Ellie ein bisschen drüber geredet. Wir sind immer noch nicht ganz mit dem Haus fertig. Wir müssen so viele Sachen noch besorgen für die Einrichtung. Und deshalb dachte ich mir, okay, als Entschuldigung dafür, dass die Roomtour noch ein paar Wochen dauern wird, bis wir mit dem Haus komplett fertig sind. Weil ich wollte es eigentlich mit der Roomtour so machen, wenn die ganzen Kartons noch nicht da sind, werde ich alles filmen, dann sind die... Ey, Digga, also wenn sich jetzt herausstellt, dass das ein Airbnb ist, ne, dann bin ich wirklich so sauer. Dann bin ich so sauer, Alter. Kartons aber einen Tag früher angekommen, wo unsere ganzen Sachen drin waren. Dann haben wir die... Glaube ich aber nicht, oder? Die ausgepackt, dann sah es unordentlich aus. Und jetzt sind wir so ein bisschen am Aufräumen, aber es sind über 30 Kartons. Okay, Digga, wie gesagt, es wird noch so lange dauern. Wir müssen so viel für die Einrichtung kaufen. Aber jetzt kommt das Geile. Dafür werde ich ab jetzt versuchen, Daily Vlogs hochzuladen. Auch wenn nicht so viel in meinem Leben zurzeit passiert, weil bei uns der Alltag noch nicht ganz begonnen hat, weil wir wie... Okay, sollte es ein Airbnb sein, dann muss ich jetzt irgendeinen Crack hinsetzen und gucken, ob er die Inneneinrichtung innerhalb von Barcelona findet. Irgendwer wird das eh schon lokalisiert haben. Wenn das jemand gefunden hat, Digga, hit me up on Instagram. Ich bin gespannt. Wenn das jemand auf Airbnb, dieses Haus findet, das Listing, dann ist vorbei. Wie gesagt, zurzeit nur organisiert. 530 gibt es Substrokes, du bist geisteskrank. Horische Sachen regeln müssen, werde ich einfach versuchen, euch jeden Tag ein bisschen mit der Kamera mitzunehmen. Auch wenn ein Video mal 6 Minuten wird, ihr habt dann wieder die Daily Uploads, weil bei den Fortnite-Videos habe ich es ja auch so gemacht, dass ich jeden Tag hochgeladen habe. Heute gibt es ein Video, wo wir ein kritisches FAQ machen, wo ich sehr, sehr kritische Fragen drangenommen habe, teilweise Morddrohungen und einfach ein bisschen drauf eingehen werde, weil es ist ein bisschen Redebedarf, um ehrlich zu sein, falls ihr nur auf dem... Digga, I guess, wir haben eine Menge Redebedarf, Bro. Kanal seid, lasst gerne ein Abo. Die Mimik ist wieder sehr intens. Oder lasst ein Like da. Kommen wir zur ersten Frage. Wenn du einen Punkt in deinem Leben oder früheren Leben ändern könntest, welcher wäre das? Digga, ich sag jetzt nicht das Face-Tat, okay? Ich würde alles genauso machen, wie ich es gemacht habe. Also, Digga, ich weiß ja nicht. Weil ich aus meinen früheren Fehlern quasi lernen kann, daraus Erfahrungen ziehe, die sonst kein anderer Mensch macht. Natürlich sind ein paar Erfahrungen dabei, wo ich mir sage, okay, die hätte ich mir vielleicht sparen können, aber es bringt mich einfach im Endeffekt weiter. Can I have a weird champ? Alter, und es ist auch irgendwo ein Meme geworden, wenn ich sage, ich lerne aus meinen Fehlern, weil die meisten meine Videos quasi als nicht gut ansehen. Und Bro, es ist nicht nur ein gottverdammtes Meme, es ist absolut gigalost. Also Digga, du hast dich, du sagst, das ist auch so ein Ding. Viele Leute sagen, ich bin viel zu nett, ich bin einfach jemand, der gerne halt so verzeiht und so. Und ich dachte, er hätte es gecheckt. Bis jetzt ist ja auch noch nichts Schlimmes passiert. Ich meine, ja, er hat sich ein Facetat gemacht und ja, die Titelwahl ist scheiße. Und ja, wir haben uns nur darüber so aufgeregt, weil er dieses Negativ-Image hat. Aber bis dato, muss man ehrlich sagen, hat es sich content-wise schon ein bisschen in Zaum gehalten im Vergleich zu vorher. Im Endeffekt ist es mir egal, weil die Videos werden trotzdem... Diese eine Locke stört mich extrem, die hier, ne? Ja, die müsste man abschneiden. ...geschaut und die Leute sagen immer, ey, wann fängst du endlich an, guten Content zu machen? Aber wenn diese ganzen Leute, die auf mich zum Beispiel reagieren, darauf werde ich auch gleich nochmal genauer eingehen bei einer anderen Frage, aber wenn die aussuchen könnten zwischen einem Z-Max, der gute, vorbildliche Videos macht und einem Z-Max, der nur Skandale macht, dass sie Klicks machen können, so, dann würden sie natürlich zwischen, so zu diesem Skandal-Z-Max tendieren. Absolut richtig, Bro. To be honest, ganz ehrlich, also ich bin der Meinung, er sollte diesen Skandal-Grind einfach weiter durchziehen und sagen, ich gebe einen Scheiß auf den Hate. Ich glaube wirklich, das würde für ihn am besten funktionieren. Ich glaube, das würde zumindest kurzfristig für ihn am besten funktionieren. Und dann müsste er so eine richtige Dokumentation über sein Leben drehen. Wisst ihr, was ich meine? So eine Doku, in der er sagt, ich war jetzt ein halbes Jahr im Kloster und habe reflektiert. Und nachdem ich reflektiert habe, habe ich gemerkt, dass ich mich wirklich ändern muss. Und dann ändert er sich wirklich und macht so... macht so ganz anderen Content, so ASMR oder sowas, keine Ahnung, oder Mukbang oder sowas.
Und deswegen auf YouTube bezogen, ich würde es genauso machen, weil im Endeffekt ist es erfolgreich. Die meisten sagen, auf lange Zeit wird es nicht erfolgreich sein, aber in ein, zwei Jahren werde ich immer noch konstant auf dieser Plattform Videos hochladen, die Views bekommen werden und daran kann keiner was ändern. Und ansonsten würde ich nicht... Dass daran keiner was ändern kann, ist eine gefährliche Aussage. Also vergiss nicht, dass Trends immer in Waves kommen und dass YouTube auch immer mal einen Kanal löschen kann. Also da kann schon jemand was dran ändern. Und du kannst daran auch was ändern. Wenn du weiterhin Scheiße baust, dann wird das auch schwierig. Dann versinkst du nämlich irgendwann in der Irrelevanz, wenn du nur noch Kacke baust, glaube ich, oder? Es sei denn, die Kacke ist so krass, dass wieder alle drauf reagieren. Das ist ein schmaler Grat. Man muss wissen, wie man die Kacke baut. Nicht zu meinem Leben. Das ist wie bei einem Joint. Ach, halt deine Fresse, Redi, wirklich. ...ändern, weil ich gerade sehr, sehr zufrieden bin. Dann kommen wir direkt zur zweiten Frage. Wie gehst du mit dem ganzen Hate um? Ich lasse es einfach nicht an mich rankommen. So, denkt ihr, es interessiert mich, weil ich jetzt so... Okay, das ist aber jetzt wieder ein bisschen biased. Dieses Hater übertreibt. Punkti, Pünktchen. Ich lasse nicht an mich rankommen. Was jetzt? Was jetzt? In einem geilen Land, in so einer geilen Stadt, in so einem geilen Haus. Und das gönnen so wir. Das gönne ich persönlich, mit so geilen Hundis, Pascal, danke mit schön, so viel zwei Geld auf dem Konto. Einfach das tun und lassen kann, was ich will. Denk dir, ich mache mir dann Gedanken, ich sitze so am Handy, liest die Nachrichten. Ah ja, du bist so ein HS, du bist das und das. Man muss auch dazu sagen, man kriegt natürlich als YouTuber eh ein sehr, sehr dickes Fell, Digga. Wenn ich wirklich, pass auf, ich kann jetzt mal aus Spaß, ich werde jetzt nicht alle meine letzten Private DMs öffnen, weil da wahrscheinlich wieder Sachen dabei sind, die überhaupt nicht in Ordnung sind. Ich mache es jetzt auch nur einmal on-stream. Ich scrolle jetzt einfach mal und schau mal, wann die erste beleidigende Nachricht reinkommt. Es wird auf jeden Fall heute eine Nachricht reingekommen sein, die mich absolut beleidigt natürlich. Das ist klar. Das ist natürlich ganz klar. Hier sind noch ein paar Sachen, die immer wieder Zuspruch geben. So, yo, Revi, geiles Beyblade-Turnier und sowas. Trinkdose hat mir geschrieben, hey, du bist uns echt sympathisch. Wir beginnen eine fette Mystery-Box. Alles klar. Okay, aber es dauert nicht lange, es hat immer irgendeiner ein Problem mit dir, du darfst natürlich stolz sein, okay, eigentlich ist der Zuspruch hier gerade ziemlich gut, tatsächlich, vielleicht habe ich heute einen guten Tag, wartet mal, ich muss irgendwo eine Nachricht finden, ja, wenn ich jetzt refreshe, wird der Chat mir eh wieder irgendwas Dummes geschrieben haben, aber ich suche eine ältere, actually, wartet mal, hier muss doch irgendeiner sein. Hier, Jonas schreibt zum Beispiel, warum bist du so komisch? Ja, okay, ist jetzt nicht so beleidigend, da hat er einfach recht mit. Krass, ich krieg sonst immer von so einem 14-Jährigen irgendwann so ein du fetter Hurensohn reingedrückt oder sowas. Ah, hier, Revi, du dummer Lauch, fick dein Mutt mehr. Alles klar, Digga. Gut, vielleicht habe ich da doch ein bisschen mehr Glück gehabt als Simex. Und wie kann man nur so sein? Im Endeffekt, ich chill am Meer, ihr geht arbeiten für 1,5, was euer gutes Recht ist. So, und da muss ich jetzt kurz sagen, ich chill nicht am Meer, aber ich gehe auch nicht arbeiten für 1,5. Ich gehe maximal arbeiten für 1,5 pro Livestream, wenn überhaupt. Eigentlich ist es sogar noch zu wenig. Also das muss ich jetzt erstmal sagen. Ich persönlich gehe nicht arbeiten für 1,5, sondern ich verdiene deutlich mehr. Ich verdiene deutlich mehr im Monat und ich möchte, dass du das weißt, okay? Das ist ganz wichtig. Plus dazu kommt natürlich auch nochmal klar, dass ich extrem viel Kapital habe und extrem viele Immobilien und generell die Weird Champs im Chat. SL Simon, Dankeschön. Was ich nicht verwerflich finde, Mann. Jeder muss irgendwie sein Brot nach Hause holen, aber im Endeffekt, so, ich habe auch was dafür getan, um an diesen Punkt zu kommen. Und es juckt mich nicht. Es juckt mich einfach nicht. Was sagst du über die ganzen Leute, die von dir die Klicks geiern mit den Reactions? Ah, warte mal, er blendet das immer hier ein. Ich schieb mich mal ganz kurz hier runter. Da bin ich jetzt mal gespannt. Es ist einfach Fakt, dass wenn du zurzeit meinen Namen und mein Bild ins Thumbnail packst und den Titel, dann bekommst du einfach Klicks, weil teilweise auch YouTuber, die 10.000 bis 20.000 Klicks mit meinen Videos 100.000 Klicks ziehen. Im Endeffekt gönne ich einfach jeden. Digga, du darfst aber nicht vergessen, also ich will das jetzt nochmal klarstellen, Digga, wenn wir nicht den Beef gehabt hatten, mein Guter, ja, dann wäre das auch nicht so groß geworden alles. Ich glaube, dass dein Beef mit mir dir extrem viel gebracht hat und du provozierst bewusst, Bro. Du provozierst teilweise bewusst und das weißt du auch. Und ich muss dazu sagen, da habe ich mir auch ein Dankeschön verdient. Da habe ich mir auch einfach mal ein Dankeschön verdient, dass ich dir da so geholfen habe mit so viel Geld. Ich habe dich gepusht, Bro. Und ich mache das gerne. Vielleicht nicht auf eine positive Art und Weise, aber jetzt sind wir doch so. Wir können doch darüber reden. Kannst, bitte, Bro, gib mir doch.
doch was. Sag doch mal Danke. Sag doch, mach doch ein Video und sag Danke, Revi. Das fände ich gut, wenn du ein Video sagst, Danke, Revi. Oder einfach mal in einem Video ein Schild hochhältst. Das fände ich lustig. Der Chat ist wieder voller Weird Chants. Im Endeffekt wird dadurch der Hype um mich größer. Mehr Leute lernen mich kennen, auch wenn es negative Promotion ist. Ah ja. Weil sie mich schlecht reden, hat es trotzdem einen positiven Aspekt. Auch wenn die Leute mich abonnieren, nur um die Videos zu disliken, schauen sie die Videos trotzdem. Auch wenn sie nur draufklicken, schauen sie die, müssen sie die Werbung schauen. Wisst ihr, wie ich meine? Wird die Werbung angezeigt und ich verdiene dadurch mehr Geld. Und es wirkt sich einfach positiv aus auf meinen Kanal, so auf mein Business. Und deswegen... Ich finde es immer nice. Ich finde es immer so geil, wenn jemand so sagt, yo, mein Business. Und wenn ich mich dann so frage, ja, aber Bro, was ist dein Business? Ist dein Business dein YouTube-Kanal und dein TikTok-Channel? Ist das dein Business? Wisst ihr, was? Also ist das ein Business dann? Hast du Gnus Tweet darüber gesehen? Ja, hab ich, muss ich ehrlich sagen. Und eigentlich muss ich ihr vollkommen recht geben, dass man ihn nicht weiter supporten sollte. Und ich weiß, dass der auch indirekt an mich ging, der Tweet. Da bin ich mir vollkommen bewusst. Auf der anderen Seite... Es amüsiert mich einfach zu krass. Ich mach das wirklich gerne. Ich mach das gerne, weil ich danach... Ich bin einfach gut drauf. Wisst ihr, was ich meine? Es amüsiert so geil. Es amüsiert. Und ich krieg damit Views. Aber die Views sind's nicht mal. Es ist einfach nur, dass ich halt so... Digga, ich find's einfach ganz nice. Juckt es mich nicht. Es juckt mich einfach nicht. Dann kommen wir zu einer Frage, die sehr, sehr oft gestellt wurde. Was ist mit Coco, wenn er so geschrieben wird? Also Coco ist erstmal... Wer ist das? Sie ist ein Girl und Coco konnte ich leider nicht mitnehmen und habe ich bei meiner Mom in Deutschland gelassen. Und da ist Coco auch sehr, sehr gut aufgehoben, weil meine Mom liebt Coco, meine Geschwister sowieso und die kümmern sich sehr gut um sie. Dann kommen wir zu einer Frage, die mich wirklich sprachlos gemacht hat. Wann? Digga, what the fuck, Alter? What the fuck? Das geht actually zu weit. Das geht wirklich zu weit. Holy shit. Begehst du Selbstmord, würde uns alle freuen. Ich werde mit dieser Frage auch Clickbait machen, weil ich einfach will, dass so viele Leute wie möglich meine Meinung dazu hören. Ich bin euch ganz ehrlich, ich war schon mal an dem Punkt in meinem Leben, wo ich an Selbstmord gedacht habe. Also jetzt, ich will mich darüber natürlich nicht lustig machen. Und ich habe großes Mitleid damit, aber jeder... würde ich jetzt fast sagen, jeder in meinem Freundeskreis in meinem Alter, also 22, klar, jeder in meinem Alter, also wie gesagt, 22, ist ja klar, oder? Hat schon mal zumindest darüber nachgedacht, wisst ihr, was ich meine? Also, jeder hat schon mal sich die Frage gestellt, wie wäre es, das zu machen? Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, diesen Gedanken, sich damit auseinanderzusetzen, der ist komplett normal. Die Frage ist nur, wie sehr lässt man diesen Gedanken an sich ran und wie sehr setzt man sich damit auseinander? Wisst ihr, was ich meine? Safe nicht. Also, ich kenne fast niemanden, der darüber noch nicht nachgedacht hat. Ganz nüchtern darüber nachgedacht hat, wie das ist. Nicht mal aus dem depressiven Grund heraus, sondern primär aus dem Grund, dass man sich einfach damit mit dem Tod an sich auseinandersetzt. Wisst ihr, was ich meine? Nicht mal, dass man sagt, ich will das jetzt unbedingt machen und ich möchte mich umbringen, sondern einfach so den Gedanken im Kopf zu haben, wie krass das jetzt wäre, wenn ich einfach dead wäre. Wisst ihr was? Es ist sehr schwierig, aber das ist, ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne sehr viele YouTuber, Influencer und sowas, die schon solche Gedanken tatsächlich gehabt haben. Das muss man auch mal dazu sagen. Das ist fast schon eine Branchenkrankheit. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist auf jeden Fall keine Lösung. So, ich glaube, aber das meint er doch nicht. Nee, ich glaube, er wird sich da halt wahrscheinlich anders mit auseinandergesetzt haben. Wahrscheinlich in einem Kontext, dass er halt ernsthaft darüber nachgedacht hat. Und falls das der Fall ist, wenn man, sobald man diese Gedanken natürlich hat, es ist sehr, sehr platonisch gesagt, und das sagen immer alle, sucht euch Automathilfe, Selbstmordhotline, wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Sobald ihr merkt, dass diese Gedanken sich verfestigen, manifestieren und ihr merkt, okay, es scheint für mich wirklich eine solide, valide Alternative zu sein, diesen Gedanken weiter reinzugrinden und darüber nachzudenken, sofort die Reißleine ziehen, mit jemandem darüber sprechen und sich sofort professionelle Hilfe holen. Wirklich, das meine ich ganz, 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 ganz ernst. Ehrlich, meine ich wirklich hundertprozentig ernst. Ob viele von uns, viele in unserer Gesellschaft waren schon mal an diesem Punkt, wo sie so weit unten in ihrem Leben waren, dass sie als einzigen Ausweg nur noch Selbstmord gesehen haben. Aber ich finde, das ist niemals die Lösung, um
dann alle, die man liebt, einfach zurückzulassen. Das ist einfach, Willi, danke schön. Das ist die schwächste Sache, die du machen kannst, so die feigeste Sache, einfach dein Problem aus dem Weg zu laufen und dich ihnen nicht zu stellen. Ich frage mich einfach, wie Leute so etwas schreiben können, wann ich Selbstmord begehe. Ja, das geht wirklich schon zu weit. Kevin Kota, da kann ich schön. Zum Glück geht's mir gut, ich bin gesund und kann das machen. Also das ist wirklich eine Sache, die muss ich ganz ehrlich sagen, jemandem den Tod zu wünschen, Digga, das ist absolutes No-Go, egal wer da ist. Also wirklich, das ist absolut nicht in Ordnung, da muss man, jedes Menschenleben ist egal, was diese Person im Endeffekt getan hat in ihrem Leben und für welche moralischen Werte sie einstellt, ist jedes Menschenleben gleichwertig und wertvoll und sowas wünscht man niemandem. Ganz einfach, Punkt. Machen, was ich und liebe. Direkt nächste Frage. Was denkst du, was hättest du gerade gemacht, wenn Ellie nicht da wäre und die Pläne mit Barca und... Der Titel war Hater will mich töten. Ach, Digga, weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Hä? Also, ich sag euch ehrlich. Erstmal kurz in den Countdown. Ich wäre in meiner Wohnung jetzt noch in München, würde weiterhin Fortnite-Videos drehen, die mir keinen Spaß machen und würde einfach unzufrieden mit meinem Leben sein. Und genau deswegen bin ich einfach so dankbar für alles, wie alles gekommen ist. Und deswegen würde ich auch nichts rückgängig machen und bin einfach dafür so dankbar, dass ich Ellie in meinem Leben habe. Direkt die nächste Frage, die sich damit eigentlich schon geklärt hat. Bist du glücklicher in Barcelona als in Deutschland? Ich habe das Gefühl, ja, oder? Ich glaube schon, dass es immer besser geht. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben, for real. Natürlich haben wir jetzt sehr viel Stress, was das angeht mit der Einrichtung, mit den ganzen Sachen und so zu regeln. Aber vom ganzen Flair, wie das hier alles ist in Barcelona, die ganzen Leute, der Strand, einfach alles so. Ich liebe es. Dann ja, ich glaube, das hat wirklich einen Impact. Also sobald man mehr Vitamin D tankt, auf Sonnenbasis, nicht auf Schwanzbasis, ihr wisst, was ich meine, hat man automatisch deutlich bessere Laune, Chat. Das ist wirklich so. Also das ist, jedes Mal, wenn ich in Madeira bin, denke ich mir, Gott damn, wäre diese Insel geil, wenn Unge hier nicht wohnen würde. No joke. Direkt eine Frage, die auch sehr, sehr viele interessiert hat. Wie redet ihr mit anderen Leuten, die können doch kein Deutsch? Also sehr... Actually ist es tatsächlich so, dass man mit den anderen Leuten, man muss einfach mit Zeichensprache in Spanien, das wissen viele Leute nicht, in Spanien spricht niemand irgendetwas. Das ist richtig krass. Ich war schon mal da, die sprechen alle gar nicht. Die machen alle mit so Handzeichen. Das ist saukrass. Aber da kommt man schnell rein. Sehr, sehr wenige können ein paar Worte auf Deutsch. Sehr, sehr wenige Einheimische können auch. Das ist auch so ein Ding, ne? Deutsche wollen immer überall Deutsch sprechen. Mann, checkt doch, dass ihr in einem anderen Land seid und redet halt einfach fucking Englisch, Digga. So, Deutsche kommen überall immer hin und sagen auf Mallorca, 2 Bier bitte und nicht dos cervezas. Digga, es ist doch nicht schwer. Hör doch, Junge, du musst doch nicht, dann versuch's doch wenigstens mit dem Englischen, Digga. Weißt du, was ich meine? Komm doch nicht mit Deutsch immer an, einfach. Auch Englisch, so zum Beispiel, wenn du in dem Supermarkt bist oder so, die können... Mal ist aber Deutschland. Einfach kein Englisch, so. Zum Glück kann Ellie Spanisch, weil ansonsten wären wir hier auf... Right, meine Familie spricht kein Wort, irgendetwas außer Spanisch. Die wollen aber auch keine andere Sprache sprechen. Ja, true, ist ja auch so. Kann ich auch nachvollziehen. Digga, bevor man wirklich Deutsch lernt, lernt man lieber fucking Spanisch und Italienisch und weiß ich nicht, noch Englisch, Digga, weil es halt deutlich sinnvoller ist und bei weitem nicht so kompliziert ist wie fucking German, Alter. Aufgeschmissen. So, das Einzige, was ich sagen kann, no hable español, yo soy un hombre. Oder zum Beispiel, wenn ihm was... Hä? Yo soy un hombre? Was? Ich bin eine Nummer? Yo soy un hombre? Was heißt das? Yo soy un hombre? Ist das... Was ist deine Nummer? Nee, ne? Was heißt das? Yo soy un hombre. Hombre. Oh, Digga. Hombre. Okay. Er hat es falsch ausgesprochen. Entspannt. Barcelona sein. Ich bin ein Mann. Wieso kann er genau das aussprechen? Das sieht man doch, oder? Oder allgemein. Das einzige Wort. Das heißt, ich habe einen kleinen. Das ist der erste Satz. Das ist der erste Satz, den er gelernt hat. Wahrscheinlich, Chat. Imagine, Alter. Hola, ¿qué tal? Mis chorizo ese es muy pequeño. Wort, was ihr wisst. Einfach chorizo als Schwanz übersetzen. Fucking Fivehead. Wenn man out of words ist, einfach irgendwelche Wörter nutzen, die man kennt. Wissen müsst, ist vale. Das bedeutet so viel wie okay. Das sagen die gefühlt jeden zweiten Satz.
Egal, einfach wenn die euch voll labern, vale. Dann kommen wir noch zu einer sehr, sehr guten Frage. Was erhoffst du dir noch in der Beziehung mit Ellie? Gibt es etwas, was du ändern möchtest? Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, an denen ich arbeiten will. Zum Beispiel, dass ich mich nicht mehr so krass auf das YouTube-Ding fokussiere und einfach mehr Zeit in Ellie bzw. in unsere Beziehung reinstecke. Er möchte mehr Zeit in Ellie reinstecken, no sexual. Das korreliert ein bisschen mit der Ansage Daily Uploads. Findet ihr nicht? Das war so ein Punkt, wo ich selber auch sagen muss, ey, der hat sich in letzter Zeit gebessert. Vor allem seitdem wir in Barcelona sind. Aber es gibt so, so viele Punkte, wo ich mich selber noch weiterentwickeln muss, weil im Endeffekt ist kein Mensch perfekt. Und ich will jetzt hier auch nicht über die Beziehungsprobleme von Ellie und mir reden, weil es eigentlich größtenteils perfekt läuft. Was sind deine Zukunftspläne mit Ellie? Kannst du dir Kinder... Das ist doch die gleiche Frage wie vorher, oder? Und so weiter vorstellen. Ich war, bis ich Ellie kennengelernt habe, so ein Mensch, wo ich mir so dachte, ey, heiraten und so, Kinder bekommen, das dauert noch mindestens 10 Jahre bei mir. Aber seitdem ich mit ihr eine Beziehung führe, habe ich mich in so vielen Punkten privat weiterentwickelt und meine Sichtweise auf so viele Dinge so gut verändert, dass ich auch bereit wäre, sie zu heiraten. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen zu viel Stress. Das wäre doch ein neues, oder? Das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Actually würde ich mir das Hochzeitsvideo wirklich komplett anziehen. Muss ich ehrlich sagen. Kann ich mir zu 1 Million% vorstellen, sie zu meiner Frau zu machen und auf jeden Fall mit ihr Kinder zu bekommen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Hast du ADHS? Dazu kann ich eine lustige Story erzählen in der Grundschule. Achtung, nicht lachen, Challenger. Wir hatten sie Ende 142. Dankeschön, lustige Story. Meinte meine Lehrerin, ich muss irgendwie zu einem Psychologen und so. Hat meine Lehrerin auch gesagt. Ich war bei 3 Stück, bis dann irgendwann der Letzte gesagt hat, ja, Digga, du hast halt ADHS. Ich so, oh. Oh, really? Oh, damn. Tabletten bekommen, weil ich so unruhig bin und dann meinte meine Mutter zu der Lehrerin, nehmen sie selber Tabletten und so. Was? Also ich war... Was? Ein sehr aufgewecktes Kind. Ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen ADS hatte. In der 7. Klasse war das dann sehr, sehr extrem, aber desto mehr ich in die Pubertät kam und älter wurde, ist es besser geworden, aber ich habe trotzdem immer noch meine 5 Minuten, die eine Stunde andauern. Bitte? Wo ich zum Beispiel richtig durchdrehe. Das ist auch so ein Punkt, wo Ellie zu mir meinte, ey Schatz, ich find's ja auch lustig und so, wenn du deine Spackungen zu Hause hast, aber auf der Straße muss das nicht sein. Weil ich hab manchmal so einfach wie so Anfälle. Manchmal ich denk mir, ich hab so Tourette, weil ich mitten auf der Straße anfange rumzuschreien. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch da bin, dass ich so Anfälle hab, wenn ich zum... Junge, was ist das schon wieder? Zum Beispiel glücklich bin oder einfach meine 5 Minuten hab, dass ich dann einfach rumschreien muss. Oder halt mal auf entspannt mit Scheiße werfen. Kann ich aber relaten, habe ich aber auch. Ich habe auch mal einfach, aber da war ich halt auch besoffen, ne? Ich habe einfach meine Hose mal runtergezogen am Hauptbahnhof. Ja, ich habe auch noch andere dumme Sachen gemacht, scheiß drauf. Ich habe manchmal auch einen ganz weirden Humor, aber Ellie auch. Ich muss dazu sagen, ich war aber da noch relativ jung. Ich glaube, ich war da erst 21 oder so. Deswegen passen wir auch so gut zusammen. Es ist aber auf jeden Fall ein anderes Thema. Ich würde schon sagen, Deutsche Jan Zimmermann. Dass ich ADS habe, aber jetzt nicht extremes. Und ja, das war es jetzt auf jeden Fall schon mit dem Frage- und Antworten-Video. Also to be honest, von einem ADS-Kranken zu einem eventuell anderen ADS-Kranken würde ich sagen, dass du auf jeden Fall extremes ADHS hast, Bro. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also, dass wenn du in der Mood bist, wenn du in so einem Kick drin bist, Digga, und dann mit Kacki wirfst, also weiß ich nicht, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Grüße gehen raus an alle YouTuber, die auf meinen Nacken wieder Klicks und Geld gemacht haben. Ich küsse euer Herz, vor allem... Ich küsse dein Herz, Bruder, du weißt Bescheid. Revi, das ist ein Ehrenbruder. Damn, das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich nicht erwartet. Nehmt mal im Kopf, kommt jetzt zu den letzten Videos und tschüss. Ich bin ein Ehrenbruder. Habt ihr das gehört, Chat? Ich bin ein Ehrenbruder.